Ja, hallo liebe Leute, neues Video von Tutorius. Ich will es nicht Tutorial nennen, weil für ein Tutorial ist dieses Thema ein bisschen zu aufwendig und vor allen Dingen ist die Gefahr zu groß, dass man, wenn man halt eine Zeichnung erstellt, dass es hinterher dann nicht klappt, weil irgendeine Form nicht so ist, weil diese Funktionen sind nicht so super ausgeklügelt, dass die eben alles schaffen, was man sich so vorstellt. So, ich möchte eine Tragfläche generieren. Man sieht hier erstmal ein Tragflächenprofil. Da möchte ich gerade noch mal zeigen, wie man das Tragflächenprofil halt sich die besorgt, die Tragflächenprofile. Da gibt es hier, man geht einfach bei Google auf Airvoll und das Wort selig ohne E. Dann sieht man hier UIOC Airvoll Datasite. Das kann man jetzt aufmachen und dann haben wir hier bei Archives, kann man eine ZIP-Datei runterladen und beziehungsweise hier ist die ZIP-Datei und da kann man die alle entpacken und dann halt benutzen. Das Format ist DAT und das wird halt von FreeCAD unterstützt. So, in FreeCAD importiert man dann eine solche DAT-Datei, die hat dann 1 mm Länge und ist als Wire gespeichert, also als Draht, wobei der Draht eine Füllung hat, wie man hier sieht, und dann kann man diesen skalieren. Der ist jetzt hier mit 140 mm skaliert. Das ist die Wurzeltiefe der Tragfläche. Aus diesem Draht macht man dann einen Spline. Das ist das hier. Und der Spline, das kann man hier, wenn man hier so reinzoomt, dann kann man das sehen, wenn man die beiden anmacht, dass da, das ist das Wire und das Spline ist schön rund. Und das benutzen wir hinterher auch bei der Konstruktion. So, aus dem Spline macht man ein Sketch, beziehungsweise man macht ein Sketch aus dem Wire und ein Sketch aus dem Spline. Das hier ist der Sketch aus dem Wire, den habe ich hier dann später nicht mehr verwendet, und der Sketch aus dem Spline, der wird gleich hier verwendet in diesem Curved Away. So, wir können den erstmal unsichtbar machen. Dann habe ich mir hier noch für die Konstruktion ein paar Dummy-Sachen gemacht. Einmal das Profil in einer anderen Ansicht, und zwar von der Seite, damit, wenn ich die Zeichnungen generiere, ich es einfacher habe. Und ich habe hier noch so ein Teil, das kann man dann nutzen, wenn man halt die andere Hüllkurve konstruiert, damit man weiß, wo das Profil denn hinkommt. So, dann legen wir los. Ich gehe jetzt mal in das Curved Away und die hier können wir jetzt erstmal unsichtbar machen und aktiviere das und da machen wir schnell mal hier das die Uhr an. Ah, oh, der ist schon da. Okay, ich mache die trotzdem mal gerade an und packe euch da oben wieder die Befehle hin. So, das wird immer im Vordergrund, das kommt so und das wird eine Stoppuhr. So, das ist jetzt das Modell der Tragfläche und da möchte ich jetzt auf die Zeichnung eingehen. Also unten haben wir als Zeichnung ein Sketch aus dieser Plane und dann haben wir hier mehrere Sketche, das heißt einmal den und dann haben wir noch zwei weitere. Ich kann jetzt hier das Curved Away umstellen auf den Licht Solid, das machen wir hier. Und dann sieht man, das ist die eine Zeichnung und das ist die andere Zeichnung. Er ist jetzt schon wieder am Rechnen. Ich weiß nicht, warum er da jetzt rechnen möchte. So, das ist die andere Zeichnung. Die können wir uns jetzt mal gerade aufmachen. So, da haben wir einmal diese Zeichnung hier. Das besteht aus zwei Splines. Da habe ich diese zwei Strecken hier oben. Also einmal haben wir eine Höhe von 680 mm, einmal 750 mm. Und diese hier ergeben sich hinterher, die werden auch vermessen. Und die Längen, weil aus denen wird hinterher die Profildicke berechnet. Und die brauche ich in der zweiten Zeichnung hier. Die öffne ich jetzt mal gerade. Und da haben wir diese Zeichnung. Das sieht man auch an Spline, der hier oben diese Biegung mit drin hat. Und da sind die verschiedenen Dicken.
die dort aus der anderen Datei und der Profildicke hier unten, das sind 12,5 mm, der Abstand von da nach da, und das ergibt dann eben, wie dick die Tragfläche an diesen Stellen ist, und daraus wird dann eben das Curved Away generiert, und das können wir jetzt wieder auf Solid stellen und die Stoppuhr einmal starten. Beziehungsweise erstmal die Zeichnung schließen. So, die ist aber jetzt schon erzeugt. Brauche ich doch nicht mehr anzumachen. Das heißt, ich schließe die Zeichnung. So, jetzt kann ich die Stoppuhr wieder anhalten. Habt ihr gesehen, das hat einen Moment gedauert. Stoppen wir die mal gerade. Und jetzt sieht man hier, jetzt ist diese Thickness hier auch wieder richtig gewandert. Also ist das wieder korrekt berechnet worden. Das sind so die Fallstricke. So, das ist diese Tragfläche. Und dann habe ich hier einen Körper im Part-Design-Modus konstruiert. Der nennt sich Rippenschnitt. Den habe ich hier so halb durchsichtig gemacht. Der wird hinterher benutzt, um da diese Rippen rauszuschneiden. Und das ist auch nicht ganz einfach. Da seht ihr dann hier, dass ich hier noch Pockets reingesetzt habe. Da habe ich hinterher dann dafür gesorgt, dass das ein durchgehendes Objekt ergibt, dieser Ausschnitt. Insbesondere, wenn noch das Querruder ausgeschnitten wird. So, das können wir erstmal wieder unsichtbar machen. Dann haben wir hier, ich habe dieses Curved Away dann zweimal kopiert über die Funktion. Über die Funktion Part Modus und hier dieses Knöpfchen, beziehungsweise das geht über Formteil Create a Copy Form aufbereiten. Das habe ich zweimal gemacht. Einmal heißt das Ding außen. Das ist für die Haut außen. Und einmal heißt das Ding innen. Und das nehme ich hinterher, um die Rippen daraus zu schneiden. So, das Teil außen wird nun mit einer Thickness versehen. Dafür machen wir das mal wieder unsichtbar. Gehen hier, machen die Thickness an. Nur die Zeichnung hier. Okay, die Zeichnung hier, die kann ich erstmal unsichtbar machen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, das ist jetzt die Thickness. Die hat eine Dicke von 0,4 mm nach außen. Und da sieht man, das ist dann hier so schön reingeschnitten. Das heißt hier, das ist schön ausgehöhlt worden. Dafür muss man innen und außen eben die Flächen selektieren und dann passiert das. Da liegt eine der Kruxen hier, dass das eben eventuell nicht funktioniert, diese Berechnung. So, dann geht es jetzt danach um weitere Sachen aus dem Rippenschnitt. Wird auch so ein Körper erzeugt. Hier, ich kopiere mir die immer hier hin, diese Funktion Form aufbereiten, die braucht man ständig. Und dann habe ich hier mehrere Cuts gemacht. Einmal haben wir hier den Cut, der Innenpart mit dem Rippenschnitt, der wird geschnitten. Dann, das sieht dann so aus. Da können wir das mal aktivieren. Okay, da seht ihr, das ist jetzt die Rippen, die er da rausgeschnitten hat. Die liegen jetzt hier drin. Ich kann diese Thickness auch wieder unsichtbar machen. Das sind also die Rippen und das ist die Außenseite der Tragfläche. Dann habe ich immer wieder aus diesen Teilen mit dieser Funktion neue solche Körper gemacht. Und dann haben wir hier jetzt ein Teil erzeugt, das nennt sich Querruderschnitt. Das kann man, wenn man das hier so rein sieht, dann sieht man, da wird so ein Querruder ausgeschnitten. Davon habe ich auch wieder von diesem Querruderschnitt zwei solche Kopien gemacht und habe dann, das kann man auch ausblenden, und habe das einmal abgezogen von der Haut. Das ist das Ergebnis aus der Thickness, habe ich Haut genannt, die Kopie davon, und ein weiteres mit den Rippen geschnitten.
So, das kann man sich dann auch angucken. So, da ist dieser Schnitt, dieser Querruderschnitt fertig. Da sieht man, das war diese Haut. Das ist auch das mit der Haut. Das ist, was immer die meiste Zeit veranschlagt. Der Schnitt für den Rippen, der geht wesentlich moderater, was die Geschwindigkeit angeht. Den führe ich jetzt auch mal gerade aus. Dann sieht man hier, da muss ich hin. Da ist natürlich auch der Prozessor jetzt dran, aber der ist jetzt schon fertig. Da brauchen wir gar nicht den Wecker wieder anzumachen. So, da sind wir jetzt in dem Bereich. Da habe ich also das Querruder ausgeschnitten aus der, dieser Haut, der Außenhaut und der Rippe. So, dann die Tragfläche hier unten. Da kommt ein Ausschnitt rein für ein Servo. Und da habe ich dann auch hier so einen Körper erzeugt, der das rausschneidet. Der sitzt an einer gewissen Stelle und ist hier auch auf einer gewissen Höhe da drin, ebenso, dass es maximal da reinschneidet und eben gerade oben nicht wieder rauskommt. Und dann sieht man, das ist sogar ein bisschen zu tief. Ist nicht zu tief, aber es ist da schon ein bisschen in der Tragfläche drin. Lässt sich bestimmt aber auch drucken, ist kaum, was das da reingeht. So, dann diesen, da habe ich auch wieder mehrere von diesen Kopien hier erzeugt mit dieser Funktion Form aufbereiten. Das heißt, den können wir erstmal rausnehmen und dann machen wir die erstmal wieder unsichtbar hier. Die sind natürlich auch wieder so kopiert worden und dann haben wir hier den nächsten Schnitt. So, gut. Stoppen können wir stoppen. Das Teil ist also erzeugt. Da sieht man, da hat er das reingeschnitten. Dann kommt der nächste Schnitt, der geht wieder viel schneller. Einmal aktivieren. So, jetzt. Und da ist auch der Schnitt in den Rippen da. Da ist, kann man jetzt so reinschauen, da soll halt ein Servo reingesetzt werden. So, von dann habe ich hier erstmal Kopien gemacht und zwar wieder eine Kopie dieses Schnittes hier von der Haut. Das heißt, das können wir deselektieren, den anmachen. So, das hat jetzt wieder eine Zeit lang gebraucht, bis er das Teil da berechnet hat. Also wie gesagt, diese Dinger, die brauchen echt immer alle lang. Leider ist das Ding jetzt resettet worden, die Stoppuhr, aber ihr habt gesehen, bis wann die gelaufen ist. Das war schon recht auffällig lang. So, jetzt haben wir die Tragfläche soweit schon fertig. Aber da kommen noch weitere Sachen, die werde ich aber im zweiten Teil dieses Videos zeigen und beende da erstmal hier dieses Video. Könnt ihr bis hierhin schauen, das wird schon lang genug werden und dann machen wir noch die Sache mit Holmen und das Zerteilen der Tragflächen im zweiten Teil. Und nochmal, wie gesagt, wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und klickt gegebenenfalls auf die Glocke und damit ihr neue Videos von mir angezeigt bekommt und damit willkommen bei Tutorials und bis zum zweiten Teil. Tschüss!